Jawohl, hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play NHL 20 Ultimate Team. Jawohl, wir machen heute ein kleines Mini-Pack-Opening, denn ich glaube, wir haben ein paar Vorbesteller-Diamant-Choice-Packs bekommen. Vier Stück an der Zahl, warum es vier sind, weiß ich nicht genau. Eigentlich dürfte ich nur zwei haben, aber nachdem wir die Vorbesteller-Boni alle schon doppelt bekommen haben, kann sein, dass wir das jetzt auch alles doppelt kriegen. Also das muss ich mal noch herausfinden, wie das genau abläuft. Außerdem habe ich noch zwei kleine Reroll-Sets dazu gemacht. Und ja, aber davor wollte ich mir jetzt eigentlich erstmal die Karten anschauen, denn die nächsten Folgen oder die nächsten fünf Folgen werden Tutorial-Folgen sein zum Teamaufbau, zu Strategien, Synergie, Börse und dem Store. Genau, und für den Teamaufbau, falls ich jetzt gescheite Spieler ziehe, kann ich dann nachher diese Spieler gleich in die Teamaufbau-Folge mit einfließen lassen und es euch dann vielleicht ein bisschen anschaulicher erklären. Genau, deswegen würde ich sagen, wir schauen uns jetzt kurz die neuen Spielerobjekte an, die es gibt. Es gibt nämlich das erste Team of the Week oder das zweite, weiß ich gerade gar nicht. Das zweite, glaube ich schon. Es sind ein paar nette Spieler dabei. Cher Weber, Justin Falk, Jakub Voracek, Matthew Barzal, Blake Wheeler und Austin Matthews sind ganz nette Kärtchen. Hier mal Silverberg, 83, 87, Barkov, 86, Panarin, Limit per Day, die habe ich leider schon aufgemacht. Das habe ich leider zu spät kapiert, dass das nur mal eins ist, was man da aufmachen kann. Ich habe nur gesehen, dass die gibt. Dachte mir, oh cool, kaufst ein. Ja, witzig. Da hatten wir einen 86er Rod Brind'Amour drin. Genau, und das sind alles die Karten, die man aktuell ziehen kann. Und vielleicht haben wir da heute wieder ein bisschen mehr Glück, ähnlich wie das letzte Mal. Das kann ich euch noch hier schnell, dass ich auch wirklich den Brind'Amour habe. Hier ist er. Genau. Robin Amour 86. Yes. Deswegen würde ich sagen, auf geht's. Mini-Pack-Opening. Fangen wir mit den normalen Goldspielern an. Die müssen nicht unbedingt selten sein. Und das sind sie auch nicht wirklich. Zumindest der erste nicht und der zweite auch nicht. Aber sie sind untauschbar. Und das heißt, einmal an die Sammlung, denn die werden dann einfach in einen neuen Reroll mit einfließen, wenn das möglich ist. Jetzt haben wir hier noch ein Goldspieler Premium Pack. Mal schauen, was da drin ist. Ein 81er Brandon Gallagher, ein 65 Matt Taormina. Das ist natürlich nicht das, was ich haben wollte, aber besser ist gar nichts. So, 5 Runden, 10 Spieler, alles Goldspieler mit 80 Gesamt oder höher. Tobias Enström, Thomas Tatar, Viktor Arvidsson und Mario Huber. Dann nehme ich trotzdem die Spezialkarte in diesem Fall, weil die, glaube ich, verkaufen sich ein bisschen besser. Jonathan Quick, Steven Dubnyk, Braden Schenn und eine 80er Karte, nehmen wir die 282er. Kyle Connor, Marc-Edouard Vlasic, Chris Letang, lässt aktuell noch ein bisschen zu wünschen übrig, 81 Hampus Lindholm, 81 Frederik Andersen, 80 Nick Leddy und 80 Jacob Slavin. Ich habe wieder einen Duck-Spieler, nice. Brady Tkachuk, das denn bei Faglien haben wir schon doppelt. Brent Burns! Nice! 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 Alter! Das ist eine Verstärkung, Freunde. Das ist eine richtige Verstärkung. Nice! So, und damit ist das erste Pack schon mal durch. Wandern natürlich alle an die Sammlung. Und Brent Burns definitiv in die Mannschaft. Geil! Das heißt, Drew Doughty rutscht jetzt schon eins nach hinten in die zweite Verteidigungsreihe. So, weiter geht's. Artem Anisimov, Matthias Ekholm, Vlasic und Pierre-Luc Dubois. In Runde 1. Runde 2. Mario Huber haben jetzt doppelt. TJ Oshie. Tom Wilson. Wie kann denn Tom Wilson eine höhere Bewertung haben als TJ Oshie? Oh boy. Aber gut, nehmen wir mit.
Jakub Voracek. Johnny Gaudreau, das ist wieder ein Spieler für die Mannschaft. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Alex Killhorn und dann haben wir noch Mike Hoffman. Nice. Burns und Gaudreau. Rafael Sanitz. Andrei Svechnikov und James Van Riemsdyk. Runde 5. Ryan Nugent-Hopkins. Ilya Kowalczuk. Komm, komm, komm. 1, 1. Ah, oh, schade. Und Derek Stepan. Und dann nehmen wir Kowalczuk und Jeff Carter von den Kings. Die lassen sich definitiv besser weiterverkaufen. So. Brauchen wir gar nicht hier alles an meine Sammlung senden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Auf geht's, weiter geht's. TJ Brody, Artem Anisimov, Nick Schmalz. Das war jetzt nicht das, was man haben will. Warte mal, was ist denn das Beste hier von euch? Eigentlich nichts. Es ist völlig egal, was ich da nehme. Jonathan Taves. Geiler Scheiß. 93 Bullies! Was? Geiler Scheiß. Das heißt, ich habe schon drei gute Bulli-Spieler. Weil Rod Brindamour auch 90 Bullies hat und somit Jonathan Taves. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sidney fucking Crosby! Oh mein Gott! Christian Dvorak. Was ist das für ein Set? Was ist denn das für ein Set? Beziehungsweise für eine Runde. What the fuck? What the fuck? Crosby und Panarin. What? Und ein Team of the Week hat er auch noch. Was? 93 Bullies. Was? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Und die nächste Team of the Week-Karte. Larsson, Joe Thornton, komm. Oi, 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 oi. Alter Verwalter. Christian Kusela, den haben wir doppelt. Matt Dumba. Oder Matt Dumba. Ach du Scheiße. Crosby und Panarin in einem Pack. In einem Pack. Heilige Scheiße. Johansson, Quick, Little, Hayes. Okay, dann nehmen wir jetzt Johansson und Quick. Nino Niederreiter, Jeff Skinner, Michael Furland und Kyle Turris. What the fuck? Ishii, Kusela haben wir schon doppelt. Ah, und Sergei Bobrovsky, den Torhüter kriegen wir auch noch dazu. Und vielleicht sogar einen relativ starken. Ah, relativ lassen wir mal dahingestellt. Die zwei Nehmer. Logan Couture, Dylan Larkin, Thomas Tatar und Charlie Coyle. Ich pack's immer noch nicht gerade. What the fuck? Colton Parayko, Sammy Vartanen, Sean Monahan. Absolut verzeihlich, dass das letzte Set nicht so gut ist. What the fuck, Alter? What the fuck? Heilige
heiliges Kanonenrohr. Alter. 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 Das wirft halt diesen ganzen Team, dieses ganze Team, was ich da gerade stehen habe, einfach fast halt komplett über den Haufen. Heiliges Kanonenrohr. Alter. Alter. Es ist so krass. Es ist so krass. Alter. Crosby, Panarin, Burns und Godrow. Ich liebe diese Diamantpacks jetzt schon, ohne Witz. Alter, ist das krank. Es ist so krank. Aber gut, das war ein kleines Pack-Opening mit großen Karten. Ein wirklich kleines mit unfassbar großen Karten. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in weniger als einer Stunde wieder zum nächsten Video, zum ersten Tutorial-Video, und zwar zum Teamaufbau. Und dann bauen wir mal mein Team hier ein bisschen um. Genau. Ja, ich würde sagen, bis gleich und dann schauen wir mal, dass ich euch ein bisschen weiterhelfen kann beim Mannschaftsbauen, und sage bis zur nächsten Folge von NHL 20 Ultimate Team. Ciao mit V.